Grüezi wohl, meine lieben Freunde der virtuellen Landwirtschaft. Wir sind wieder dabei bei einer kleinen Geschichtsstunde. Und ja, ich weiß, es ist schon ein Tag vergangen, wo normalerweise eine rauskommt. Ich habe irgendwie einfach es vergessen. Es war gestern Dienstag gewesen, also normalerweise ja, dienstags 18 Uhr bringe ich ja, oder versuche es halt, wie ich die Zeit habe, eine rauszubekommen, ja, euch eine Stunde rauszukriegen, eine Geschichtsstunde, aber irgendwie habe ich es gestern einfach verpeilt und deswegen direkt jetzt, mache ich es jetzt heute, also heute ist Mittwoch, der 6. April, da direkt jetzt gerade hier 10:30 Uhr, bin ich direkt frisch eben noch in der Stadt was einkaufen gewesen, jetzt direkt eine PC rausgesucht, alle Informationen und nehme das jetzt mal schnell auf und lade es direkt hoch, dass ihr nichts verpasst, in dem Sinn, dass ihr nicht so lange darauf warten müsst, weil nächste Woche geht es ja direkt wieder weiter mit der nächsten Geschichtsstunde. Ja, wie gesagt, es ist eine Geschichtsstunde, das heißt, es wird sich ja weiter um die Geschichte handeln des Traktors, technische Daten, es ist keine Mod-Vorstellung, das heißt, ich werde damit nicht ackern, pflügen und etc., auch keinen Ton werde ich jetzt zeigen, halt, er steht jetzt einfach nur da. Es ist ein Giants Mod, wie gesagt, den kann man bei der, wie heißt das hier, Klassiker der Landwirtschaft, bei farmingsimulator.com, glaube ich, kann man dann ganz normal runterladen. Da ist ein DLC, kostenlos für jeden Mann zugänglich. Am Ende des Videos findet ihr wieder so drei, ja, aber zwei, drei Fotos, wieder halt so, ja, im echten Leben, außer halt in Real Life heutzutage, wie man so schön sagt. Und, da könnt ihr euch das nochmal ein bisschen näher angucken. So, wie ihr in der Videobeschreibung bestimmt gelesen habt, geht es heute so um den HATS H340. Und bevor ich jetzt weiter auf den eingehe, wie gesagt, noch eine kleine Information vorab. Also nochmal Informationen vorab. Ihr fragt euch bestimmt, wo befindet ihr euch hier? Wo befinden wir uns hier eigentlich wieder? Wir sind gerade immer noch auf der Schöneberg, da sie ja jetzt in 2 Tagen, also am 8. April 2016, ist ja der offizielle Release oder am 9. ungefähr, wann das dann alles auf den zugänglich ist für euch. Sagen wir mal, am 8. wird sie öffentlich wirklich, eigentlich ist sie öffentlich zugänglich für alle. Deswegen, wir haben uns hier wieder vor der Kirche eingefunden und ich schwenke einmal gerade rum, euch nochmal den letzten Vorgeschmack zu zeigen. Das wird dann auch das letzte Mal sein, vielleicht, wo ich auf der Karte bin. Vielleicht kriege ich dann eine neue Karte, muss ich mal nachfragen, die noch nicht draußen ist, wo ich meine Präsentationen dann in dem Sinne halten kann. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Wird sich dann zeigen. Deswegen vorab, Freitagabend auch so 20, 21 Uhr, schaut bei unseren. Ja, schaut bei unserem Partner TLS Modding vorbei. Wir haben dort eine große Veranstaltung geplant. Ab 20, 21 Uhr, wie gesagt, Livestream über die Schöneberg mit Austin Popper, also einer der berühmtesten Sternchen am SLS-Himmel, nenne ich es jetzt mal so. Und ja, wie gesagt, alle am Livestreamen etc. Ich versuche auch eine Aufnahme für euch hier hinzubekommen, aber ich habe echt gerade Probleme mit meinem Aufnahmeprogramm. Ich habe normalerweise 2 Stück, Bandicam, OBS, aber ja. Egal, ich will euch nicht damit belästigen. Vielleicht muss ich sogar auf Raps nochmal umwandeln, nochmal umsteigen, nur um freitags das in den Kasten zu bekommen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. So, aber langer Rede, kurzer Sinn. Wir fangen an mit dem Traktor, mit der Geschichtsstunde. Also dreht den Ton laut auf, setzt euch bequem hin, nehmt euch ein Erfrischungserträgen zu euch. So, wir legen los. Unter dem Markennamen Hatz fertigte das deutsche Unternehmen Motorenfabrik Hatz GmbH und Co. KG mit Sitz im niederbayerischen Rußdorf an der Rott in den 1950er und 1960er Jahren Traktoren. Gegründet wurde das Familienunternehmen 1880. Im Jahr 1904 begann Hatz mit dem Bau von Benzinmotoren, 6 Jahre später mit dem Bau von Glühkopfmotoren und 1918 mit dem Bau von Dieselmotoren. 1921 wurde das Werk am heutigen Standort eingeweiht. Die 5 Ein- bis Dreizylinder-Traktoren der H-Reihe mit luftgekühlten Motoren wurden zwischen 1962 und 1964 produziert. Die jeweils erste Ziffer an der Typenbezeichnung steht für die Zylinderzahl, die beiden folgenden Ziffern stehen für die PS-Zahl. Der Hatz Dieselschlepper H340 ist mit seinem 40 PS-Leistung dem Dreizylindermotor der größte Schlepper der H-Reihe und gleichzeitig der leistungsstärkste Traktormodell, das jemals von Hatz gebaut wurde. 1964 endete die Traktorenproduktion beim Hatz, bis dahin wurden vom H340 nur 37 Exemplare produziert. Um es einfach mal gerade in den geschichtlichen Kontext einzuordnen,
Ja, habe ich euch das mal ein bisschen, wie gesagt, ja, eine Geschichte in Kontext einzuordnen. So, ich wollte eigentlich drauf raus, jetzt schlaue Köpfchen, die haben sich schon überlegt. Wie gesagt, in der Typenbezeichnung, also H43, H steht für die Modellreihe H, und jetzt 340, wie gesagt, die erste Ziffer besteht für die Zylinderzahl, das heißt, ihr müsstet schon drauf schließen, dass wir hier einen Dreizylindermotor haben, und die 40 für die PS, also Dreizylinder, das sind Dreizylinder Dieselmotor mit 40 PS. Und so muss ich gerade einmal, sehe ich gerade, hat sich irgendwas geöffnet auf dem zweiten Bildschirm, was ich gar nicht wollte. So, ja. So, jetzt besser. Es hat sich gerade irgendein Antivir-Fenster gerade geöffnet und ich konnte nichts mehr lesen. So, jetzt kommen wir mal von der Historie mal ein bisschen weg, sondern zu den technischen Daten. Wie gesagt, es ist ein Ackerschlepper. Baujahr war von ja, 1263 bis 64. Es wurde nur 37 Stück gebaut. Normalerweise ist die kmh Zahl gewesen 19 km/h, aber mit dem Schnellganggetriebe war 27 km/h möglich gewesen. Wenn man hier mal einsteigt und jetzt mal das HUD anmachen würde, sieht man hier unten bei Giants, also unten rechts, da wo man den Tempomat einstellen könnte. Hier, jetzt machen wir die Zahlen, vielleicht fällt es dann nicht auf. Wie gesagt, normalerweise haben sie auf 29 km/h ist festgesetzt, okay, ist noch legitim. Ist alles noch im grünen Bereich Giants. So, Leergewicht war halt ja ganz unterschiedlich auch gewesen. Es gab verschiedene Ausführungen, also Ausführungen, das wurde ein bisschen kritisch, aber wie gesagt, es gab verschiedene Leergewichte. Einmal 1,7 Tonnen bis 2 Tonnen halt. Dann kann ich euch noch erzählen, sie hat natürlich eine hintere Trommelbremse, eine Lenkerbremse. Wie gesagt, der Motorenhersteller war Hatz gewesen. War ein Dieselmotor, luftgekühlt. Dann halt, was habe ich gesagt? Dreizylinder, genau. Dreizylinder, Viertaktmotor. Und die Leistungen waren bei 40 PS bei 2000 Umdrehungen pro Minute. So, jetzt halt war das wieder eine manuelle Schaltung gewesen. Klar, 8 Vorwärtsgänge, 4 Rückwärtsgänge. Antriebsachse war natürlich hinten. Und er hatte eine Differentialsperre. Und jetzt. Was hat sich jetzt schon wieder geöffnet? Was ist denn heute hier los? Ey, ständig öffnet sich irgendwas auf meinem zweiten Bildschirm über dem Text. Das gibt's doch nicht, ey. So, wieder weggemacht. So, Alter. Moment. So, zack. So. Ich hab den PC gerade erst angemacht. Wahrscheinlich ist ja noch gerade alles im Hintergrund am Bödeln. Okay, so, jetzt aber. Kommen wir weiter. Lasst euch bitte davon nicht stören. Wo war ich stehen geblieben? Jetzt habe ich mich abgelenkt. Ach ja, genau. So. Dann habe ich noch lustigerweise noch was zur Kabine gefunden. Also es gab halt Fahrerplattform mit einem gummigefederten Sitz und Beifahrersitz auf dem linken Kotflügel. Werkzeug- und Fettpresse. Das heißt, hier ist es wie hier auf dem linken Kotflügel. Beifahrersitz in dem Sinne. Man sieht es vielleicht. Sieht man es von unten? Nein, sieht man jetzt leider nicht. Dass es halt ein gummigefederter Sitz ist. Ja. Auf Wunsch mit Betriebsstundenzähler, Fernthermometer, Lenkfix, Gerätescheinwerfer und einen zweiten Kotflügelsitz. Das heißt, auf Wunsch kommt man auf der zweiten Seite auch noch einen Sitz montieren lassen. Und hier ist auch hier Arbeitslicht, ist auch montiert hier unten. Hier Gerätescheinwerfer, siehst du. Dann gab es optional halt Allwetterverdeck mit Panoramascheibe. Fronteinstieg, Seitenrückverkleidung und ein Scheibenwischer. Also wenn man wirklich eine große Kabine oben drauf hätte, aber der ist ja hier Freiluft. So, kommen wir noch zur Sonderausrüstung, die man auch alles einmal noch ja dazu kaufen konnte. Und zwar einmal wieder einen Bass Frontlader Größe 3 hätte man wieder zuordern können. Dann einmal ein Mörtelmäherwerk 5 Zoll oder 6 Zoll. Dann halt ein Kraftheber, aber den haben wir hinten dran. Hier haben wir Kraftheber ist hinten dran. Dann das Schnellganggetriebe ist auch verbaut bei der HUD-Version von Giants. Dann Allwetterverdeck, wie gesagt, ist jetzt nicht. Das ist hier ein Freiluft, ja, Freilufttraktor. Dann eine Seilwinde. Da habe ich eben schon mal kurz geguckt, ob hier eine Seilwinde, ob ich hier eine Seilwinde sichten kann. Aber ist auch leider nicht dran gebaut. Das wäre natürlich auch cool gewesen. Ja, wie gesagt, Frontlader, Betriebsstundenzähler, Fernthermometer, hat ja gesagt gehabt, ja, höhenverstellbare Anhängerkupplung.
Also das konnte man noch in dem Sinne als Sonderausrüstung dran montieren. Gerätescheinwerfer haben wir angesprochen, zweiten Kotflügelsitz haben wir auch angesprochen. Ja, und ein Bosch Regelhydraulik, das wäre auch noch zusätzlich machbar gewesen. Und ja, und deswegen kommen auch jetzt, um da wieder auch auf zurückzukommen, unterschiedliche Leergewichte in dem Sinne. Also welche Ausführung man den gekauft hatte, so kommt man halt natürlich auch das Leergewicht bestimmen. Wie gesagt, mit Frontlader, ohne Frontlader, mit Kabinendach oben drauf oder nicht. Gab es halt viele verschiedene Ausführungen. So, und wie gesagt, es ist ein Mod von Giants. Ich bin eben ein bisschen hier rumgefahren. Er fährt wie ein Zerknüsse. Tut mir leid, Giants, wenn du mal irgendwann dieses Video so meine Videos hier angucken würdest. Ich weiß nicht, eure Fahrzeuge fahren sich immer manchmal nach meinem Empfinden ein bisschen seltsam. Vielleicht bin ich nur der Meinung. Vielleicht habt ihr, seht ihr es genauso. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Und wenn ihr noch andere Mod-Vorschläge habt, in dem es oder alte DDR-Fahrzeuge oder halt Wessi-Fahrzeuge, die ich euch einfach mal präsentieren möchte, halt die, oder die sagt, hier komm, ich bin zu voll, was zum Raussuchen, such die mir mal, such du mir mal was raus, also ich, euer Chefkoch in dem Sinne. Schreibt es einfach in die Kommentare, schreibt mich irgendwo an, wie gesagt, es habt ja genug Wege, Social Media etc. etc. Und dann wird das schon klappen. So, und jetzt bleibt noch, ja, so ein paar Sekündchen dran. Wie gesagt, es folgen jetzt noch, paar kleine Bilder, wie er in der virtuellen Landschaft, ach, in der realen Landwirtschaft aussah. Ich verabschiede mich somit und wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Genießt das gute Wetter und ja, wir sehen uns hoffentlich am Freitag, wie gesagt, 20, 21 Uhr. Dort ist es dann soweit, die Schöneberg Release öffentlich für alle. Wir sind natürlich wieder mit einem großen Event dabei, wie gesagt, Oyster Popper. Das ganze TLS-Team, das ganze Gaming-Ost-West-Team ist dabei. Also schaut unten in der Videobeschreibung, dort findet ihr alle Twitch-Streams in dem Sinne oder auf dem Forum. Dort findet ihr auf der linken Seite einen Reiter Multi-Twitch. Da habt ihr alle, wirklich alle Twitch-Fenster offen. Da könnt ihr alle, ja, alle gleichzeitig uns gucken. So, und somit wäre es das schon wieder für heute. Wie gesagt, bis nächste Woche wieder. Ich hoffe, ich kriege meinen PC auch wieder bis ins Laufen. Wie gesagt, mit Aufnahmeprogramm, da ist das bisschen alles gerade blöd. Okay, sei es drum, man sieht sich. Euer Chefkoch, bis dahin, ciao.